Hallo, Männer. Ja, ich habe wieder mal im SSG rumgebastelt. Das hatte ich euch ja im Hangout schon mal erwähnt, das, was ich da gewickelt habe. Das sind 4x4 Lagen, also 4 Drähte und 4 Lagen hin und her. 06er und 04er, sonst eigentlich fast das ganz normale SSG. Ja, ich habe das mal hier in so eine ansehnlichere Kiste reingebaut, sag ich mal. Und ja, will euch einfach noch mal ein paar Sachen zeigen, die eventuell ich noch nicht so richtig gezeigt habe, oder keine Ahnung. Ich zeige euch einfach noch mal ein paar Sachen und gucken wir mal. Wir nehmen jetzt mal als Spannungsversorgung mein Labornetzteil hier und gucken mal, was man mit dem mit so einem SSG alles machen kann. Na, ihr seht schon, jetzt schwingt schon. Machen wir nochmal aus. Und klemmen hier einen Ausgang. Ihr seht, ihr habt ja die Batteriespannung. Seht ihr ja. Und da wollen wir mal gucken, ob man mit dem SSG auch Batterien laden kann. So. Strom an. Und Feuer. Na gut, geht nicht gleich an. Na. So ein Vorführeffekt. Jetzt. Ja, ich habe mir hier eine Lauflampe noch eingebaut, einen Starter, wie gesagt, hier haben wir Überspannungslampen, zwei Stück, das ist eben mal 220 Volt und die ist für ein bisschen weniger, die ist, wenn nichts am Ausgang angeklemmt ist und die ist dafür, falls es am Ausgang ein Kondensator ist oder so, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, jetzt haben sie gerade kurz geflackert, weil ich dann angekommen bin, dann gehen die halt an, um euch, also oder mir zu zeigen, dass hier sehr viel Spannung ist. Dann habe ich mir mal noch eine grüne LED hier eingebaut. Die ist so, wenn ich eine gewisse Einstellung habe, ist die aus. Und das ist, da ist es halt nicht gut. Ne? Weil ich halt drei Bodies habe, quasi die drei, das sind drei Transistoren verbaut, also drei, das SSG halt noch in Transistor extra. Ne? Und das ist jedes Body für ein ja, Transistor. Nur man soll hier wieder hochgehen. Lademodus. Laden wir hier, ne? Ja, das war also die erste Funktion. Und jetzt wollen wir doch mal noch weiter schauen. Ich habe den Akku aber schon ein bisschen vorhin hier geladen zum Testen. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum der hier so ruckzuck steigt. Es geht, funktioniert schon wunderbar, aber ne, also normal steigt er nicht so schnell. So, machen wir nochmal aus. Und klemmen den Akku ab. Und jetzt nehmen wir mal, das ist eine 220 Volt LED mit Vorschaltung drin, also ganz normal. Ja. Zeigt jetzt hier 44 Volt, ich weiß gar nicht, Wechselstrom, können wir mal gucken. 100. Ja. Also die Überspannungslampe kommt 220 Volt. Ne? Die LED leuchtet. Wir können jetzt, also wir haben hier, ich habe hier verschiedene Stufen quasi. Das, wo das Grüne dran ist, ist mit 1 zum Grob einstellen. Und das war auch zum Grob. Und hier, das ist zum Fein einstellen. Na gut, man kann halt mit allen, kann halt die Intensität einstellen, wie stark sie halt durchschalten. Sind wir hier schon drüber? Ja, das ist jetzt 220 Volt LED. Mit 12 Volt betrieben, wenn ich jetzt 15 und so, geht natürlich mehr. Können ja auch mal runter gehen auf, ja, was weiß ich, was haben wir jetzt?
gehen wir mal 5 Volt. Na, geht auch. Dann haben wir aber schön ein wenig Geräusch drauf. Und es zieht gut 1 Ampere. Gut, so sind wir bei 500 mA, das geht. Ja, hier habe ich mal noch eine. 220 Volt. 2,5 Watt. Dazu mache ich aber noch mal aus. Weil für die habe ich keine Fassung. Die klemme ich jetzt einfach mal so an, wenn es läuft. Ich hoffe mal, ich kriege nicht allzu sehr eine gefledert. Na, funktioniert. Und jetzt noch einmal, das ist ein bisschen verwunderlich. Ich habe ja dieselbe 220 Volt noch mal als 24 Volt. Und jetzt klemmen wir die noch mal an. Also hier habe ich die 220 Volt Vorschaltung rausgemacht. Ne? Da zieht es komischerweise mehr. Ich weiß zwar noch nicht warum. Aber ist halt so. Na gut, vom Licht her, ne? Doch, es zieht schon enorm mehr. Gut, gehen wir immer auf 12 Volt. Und jetzt sind wir bei 500 mA. Naja gut, müsste ich jetzt noch ein bisschen rumspielen. Volt haben wir jetzt hier 37, zeigt es an. Ich habe, wie gesagt, an dem SSG ist auch kein Kondensator oder so verbaut am Ausgang. Ja, das ja, ist so eine Sache. Also kein ohne Kondensator halt quasi gebaut. Und jetzt nehmen wir mal hier noch die 220 Volt. Das ist so eine, ich sag Blink-LED dazu. 220 Volt, weil die habe ich immer bloß so zum Blinken gekriegt. Ja, ich glaube, ist dann hier jetzt auch der Fall. Ne. Genau, wenn ich jetzt sicher runterdrehe, das ist quasi dieser normale Modus, den man dann meistens immer hat. Und jetzt kann ich hier an den zwei anderen Paddies ein bisschen rumdrehen. Ne, das war es nicht. Jedenfalls so funktioniert die Uhr, wird natürlich dann auch die Schaltung etwas warm. Ne? Habe auch noch keinen Kondensator dran, hier kann man natürlich noch einen Kondensator an Ausgang machen. Jetzt gucken wir nochmal hier, was zeigt da an. Gehen wir mal Eingangsspannung noch ein bisschen hoch. Das Messgerät zeigt nur noch Unsinn an, keine Ahnung. Ob Gleichstrom oder Wechselstrom, egal. Kann ich nicht mehr messen. Ja, und zu guter Letzt können wir ja mal noch eine Glühbirne ranhängen. Na, ich habe hier mal noch. Na, man kann es glaube ich gar nicht mehr erkennen. Ja, die 22 Volt Glühbirne, ne? Gucken wir mal, was die am SSG sagt. Also ich vermute ja mal ohne Kondensator. Ich habe es jetzt wirklich nicht probiert. Mal gucken, was die dazu sagt. Nein, da kriege ich nicht viel zusammen. Da können wir jetzt höchstens noch mal eine 110 Volt probieren. Weil da muss ich sagen, die habe ich dann beim SSG schon mehr, beim Joule Dive bringe ich auf jeden Fall die hier mehr zum Leuchten. Lass mich nur gucken, dass ich keine verfledert kriege.
Ja, scheiß einfach, Mann. Nee. Also lieber neugierig mit dem SSG nichts zum Leuchten, aber sonst Ladegeräte oder so, das habe ich euch in den anderen Videos schon gezeigt, ne? Also Akkus, 12 Volt Lampen und so, das hatte ich euch auch gezeigt, brauche ich nicht nochmal zeigen, aber hier nochmal zum Akkus laden und 220 Volt betreiben oder was auch immer, was ihr wollt. Zu empfehlen wäre natürlich hier dann schon, wenn ihr jetzt permanent hier solche Lampen betreiben wollt, das zieht ja nur ein bisschen am Eingang, dann sollte man schon hier Kühlkörper verbauen. Dann braucht es so ein bisschen was, ne? Und bei den Akku, wenn ihr Akkus ladet, ich habe hier am Ausgang quasi, ich habe hier nicht einfach nur Diode Plus abgenommen, sondern an Kollektor und Plus ein Gleichrichter pro Ding jeweils. Und die Gleichrichter dann zusammen und die sind hier am Ausgang. Deswegen könnt ihr da einfach einen Akku ranhängen und laden. Ne? Ja, mal noch ein kleiner Zusatz zum SSG. Der ist ja hier der 1.1, sage ich mal, weil er halt die Entwicklung mehr hat und den Transistor. Aber ich würde sagen, konnte ich nicht das Überwältigende feststellen. Ist eh schon gut, die Lampen, das funktioniert halt alles. Zum Spaß werde ich jetzt mal noch probieren, mal hier einen Laptop oder so ranzuhängen, mal gucken. Aber wie gesagt, nur zum Spaß. Ich will dann dieses 2.0 wird dann das nächste werden. Jo, tschüss.